Hallo, ich bin auch mal wieder da. Diesmal mit Fallout 4. Das wird so ziemlich auch das einzige Video von Fallout 4 sein. Denn Let's Play wird dazu einfach so aufwendig. Aber ich zeige euch heute mal Covenant. Und ja, was ich daraus so gemacht habe. Ich zeige es erstmal hier auf der Karte. Liegt ziemlich mittig. Ich zeige es gerade, hier oben ist die Vault. Und gerade schräg rüber ist Covenant. Ziemlich mittig in der Map. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rund und ich erkläre ein paar Sachen dazu. Und du bist tot, Ödländer. Ach ja. Mein Bierbot macht dich platt, Junge. Naja. Etwas zur Tür. Die Tür ist die einzige Tür im Ödland. Ich fühle mich jetzt endlich am richtigen Platz. Quatsch mir nicht rein. Die einzige Tür, die sich von selber wieder zuschließt, ohne dass man irgendwas dran machen muss. Also Tür auf und die geht jetzt nach einer Weile wieder zu. Also, wenn jetzt nicht gerade der Bierbot durch. Okay, es ist wieder Zugang. Zu den Betten hier neben. Das hier wird, denke ich mal, viele verwundern. Dieses Bett ist hier original drin. Und das wird auch als feindlich, also als Nicht-Eigentum markiert. Das wird Eigentum, indem man die Person auf die Betten drauf zuweist. Das funktioniert übrigens bei allen Betten. Übrigens auch bei denen hier. Man könnte die Betten natürlich theoretisch auch abreißen und neue Betten hinstellen, aber die Betten sind einfach schöner. Man sieht auch hier alles. Alle haben hier schöne Militäruniformen an. Ich auch. Na komm. Hänge ich in dir fest. Hier sind die Hundehütten. Zwei Stück. Einmal mit Streuner und einmal mit dem guten alten Dogmeat. Viele von euch fragen sich wohl, wie ich das Licht an die Hundehütten bekommen habe. Diese Strompökel, nenne ich es einfach mal, haben einen Radius von etwa 5 Meter. Ist Ihnen eher nach Gaumen oder nach Zwerchfellfreuden? Komm, erzähl mir einen Witz zwischendurch. Erzähl mir einen Witz. Herr Ober, haben Sie Froschschenkel? Der Ober, aber natürlich, mein Herr, darauf der Gast. Dann hüpfen Sie in die Küche und holen Sie mir ein Steak. Ist Ihnen nach einem kühlen, blonden oder einem coolen Witz? Ach, das kann man ja nicht mehr verkraften. Bier. Da, gib mir Bier. Erfrischend. Also, da. Gleich 20. Mit dem Bot ist ja mit auszuhalten. Weg mit dir jetzt. So, wo war ich stehen geblieben? Bei der Hundehütte. Genau, diese Strompökel haben einen Radius von 5 Meter und deswegen leuchten hier die Lampen an der Hundehütte. Eigentlich ganz einfach. Oben schön Powerrüstungslager. Das ist das große Powerrüstungslager, aber da gehen wir nachher hin. Hier Schlafräume, da mein Coolkoch. Hier steht der Generator. Zu den Geschützen sage ich auch noch was. Die sind nämlich original, stehen hier auch Geschütze, die nicht unbedingt auf einem feuern. Aber das Problem bei den Geschützen ist, wenn man eigene Geschütze hinstellt, feuern die Geschütze sich gegenseitig ab. Man kann die Geschütze mit der Konsole entfernen und dann eigene Geschütze hier drauf platzieren. Man kann es natürlich auch abschießen und einfach die ganzen Teile dann in den Fluss schmeißen. Da habe ich mir den Leichen auch gemacht. Aber da hat man das Problem, wenn man hier wieder spawnt, dass dann einen ganzen Haufen Müll hier vorne dran liegt, weil das dann wiederkommt. Es kann nicht sein, es muss nicht sein, es kann aber sein. Und es ist ja nicht so schön, wenn da hier wieder ein Haufen Müll wieder Tür liegt. Und da wieder 2 Stunden brauchen, das wegzuräumen. Es sind alle am Pennen hier, es sollen arbeiten, nicht pennen. Ja, vorbildlich. Kann noch mal kurz in den Baumodus gehen.
sieht man Betten 24, Schutz 121. Genau dasselbe wie mit den Betten ist es auch mit den Kommoden. Die kann man ebenfalls mit der Konsole wegmachen. Also Konsole geht auch mit Ö. Da müsste normalerweise auch einer stehen. Na, warten wir nachher, vielleicht kommt er noch. Das hier ist mein Büro. Mein Scheißhaus. Mit einer Menge zum Lesen. Ich hoffe, ich kriege keine Copyright-Probleme durch die Musik, die jetzt im Hintergrund läuft, aber ich hoffe, bzw. denke mal nicht. Ja, das hier sind jetzt die Power-Rüstungen, die man von unten gesehen hat, die drei. Vier, die andere guckt einfach rüber, was eine Raider-Power-Rüstung war. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Nicht, doch nicht. Das hier ist ein Wackelpuppenständer, mir fehlen noch ein paar, aber immerhin, besser wie nichts. Hier ein wunderbarer Fernseher. Ups, komm, setz dich mal hin. Hast du dir verdient. So viele Programme gibt's ja nicht. Ist aber besser wie RTL. Mein Rücken tut weh. Zur Bauhöhe ist das hier das Maximale, was man machen kann. Also die Leiter geht gerade noch so hin. Und ab hier ist Ende. Die Powerrüstung stehen hier ja einfach so da, dieses gehört ja nicht zum Baumodus. Muss ich da machen? Da. Ab hier ist Schluss. Meine pinke Powerrüstung. Heps, heps. Ja, gehen wir mal ins Powerrüstunglager. Das waren jetzt nur die schönsten Powerrüstungen, die hier quasi zur Schau stehen. Und hier geht's dann zu den restlichen. Wir schlafen noch ein paar. Hier ist noch eine Bar. Und hier geht's dann ins Lager. Hier stehen sie alle. Beziehungsweise das hier sind leere. Einfach nur die Gestelle, wo noch keine Powerrüstung drüber gezogen ist. Ups. War ich jetzt eben wohl noch nicht. Das ist eine kleine Farm. Hier steht Werkzeuggezuppel. Ah, die Disco. Die Disco, jetzt hast du vergessen. Hier eine Bar. Fernseher. Hier, Disco, Disco. Kleiner, aber fein. Muss man ihm lassen. Das letzte Mal, als du zurückgekommen bist, habe ich... Ach, vergiss es. Ich bin einfach froh, dass du da bist. Waren wir es eben wohl noch nicht? Mal überlegen. Wo waren wir noch nicht? Ich glaube, wir waren überall. Wir gucken aber hier nochmal bei Tag rein. Wir setzen uns einfach hier mal aufs Sofa und warten jetzt mal, bis es Tag ist. Warten mal 7 Stunden. So, kurz vor 1. Ach du Scheiße. Was machen die denn jetzt alle da? Volksversammlung oder was? Ein paar frische Blumen würden hier echt Wunder wirken. Hey. Kennst du die Farm, die von Ghulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Also, arbeiten. Keine Zeit zum Reden. Diesmal ich hoffe, du weißt, wie der hier, uns getan der Ghoul hier, steht normalerweise hier und verkauft Waffen. Na, ich warte mal, die scheinen jetzt alle hier für Posten zu gehen. Oder auch nicht. Interessiert es einfach nicht. Wir warten nochmal. Diesmal am Sessel.
So. Okay, sie bewegen sich ja nicht vom Fleck. Das ist ein bisschen merkwürdig. Was ist los? Aber das tun sie bestimmt noch. Komm, mal zerstreuen. Haut ab, geht auf euren Posten. Über die Zeit vor dem hier nachzudenken. Da, der Koch ist schon an seinem Posten. Der Bierbot auch. Ja. Oh, die Katze. Hätte ich fast vergessen. Die Katze. Die Katze. 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 Ja, eben nicht. Da, der Ghoul ist auch da. Ja. Ja. Ja, machst du gut. Putzt du seinen Shop. Ich sollte jetzt wirklich meine Rolle lernen. Bierbot, bleib bloß drin. Und sagt dann bis zum nächsten Mal. Und man hört sich.